Ja, servus, Italiener tutto mondo, ich bin's. Schaut mal her. 30 Grad. 30 Grad. Aber das Wasser ist noch arschkalt. Aber es tut gut. Ja, also heute möchte ich ein bisschen Urlaub machen. Ich möchte mich sonnen zum Nulltarif. Ja, und hat man es da gemütlich gemacht. Hier habe ich meinen Red Bull, meinen Apfelsaft. Der hat automatisch gekühlt von dem Innenwasser. Weil das ist Gletscherwasser. Ich hoffe, dass meine heiße Stimme weggeht. Und wenn nicht, ist mir auch scheißegal. Schauen wir mal, mein Kühlschrank. Gebälle. Wunderbar. Also, ich kann es euch alle nur empfehlen. Wer bei dem Wetter arbeitet, tut mir wirklich leid, aber ja, mein Arzt hat mir gesagt, ich soll ein bisschen mehr die Natur genießen. Schaut euch mal diese Natur an. Das ist die Natur von Incanal. Ah, bellissimo. Ja. Ja. Also, an alle. Man muss nicht immer in Italien Urlaub machen. Lago Maggiore, Riccione, nach Rom. Hier, schaut euch an. Bellissimo. Hier. Das ist der beste Urlaub. Und er kostet gar nichts. Niente. Dieses Wasser, das ist Gletscherwasser. Das ist gesünder, tausendmal gesünder als das Mittelmeer, wo verseucht ist. Ja. Das Wasser ist so kalt. Das hat heilende Kräfte. Ja. Knapp und Co. Hollari. Ja, schaut es mich an, ich werde immer jünger. Ich habe keine Falte, gar nichts. Durch dieses Wasser und durch diesen Sand. Ja, was ich empfehlen würde, kauft euch wasserdichte Schuhe, bevor ihr da reingeht. Weil nur mit den Füßen da rein ist so gefährlich. Weil hier sind Glasscherben oder Steine. Die sind scharf wie Messer. Ja. Hellwig, Christoph aus Trostberg. Keiner kann was Besseres mir anbieten. Guardate, guardate, guardate. Da hinten sind die Turbine von E.ON. Weiß, Wasser ist so kalt, muss wieder raus. Wahnsinnig. Wahnsinn. Bah, das Wasser ist arschkalt. Außentemperatur 30 Grad, Wasser 0 Grad. 0. Das heißt, wenn ich zum Beispiel versuche, rüber zu schwimmen, von da bis dort, na, in dem Wasser, ja, da kriege ich Herzkasperle oder ich überlebe es. Wunderbar. So, ich zeige euch mein Campingbus. Ich habe immer noch heiße Stimme. Oh mein Gott, was soll ich bloß machen? Also, ich zeige euch mein Rolls-Royce, mein Überlebenszeug. Also, hier habe ich meine Decke aus Kaschmir gestohlen. Zwei Kissen. Na, hier meine Kissen. Und Proviant habe ich ohne Ende. Frische Äpfel. Die mache ich noch auch ins Wasser rein. Und ein Überlebensmesser, made auf Switzerland. Wahnsinnig. Ja, damit schneide ich dann den Kuchen auf. So. Wunderbar, gebella. Schaut euch mal diese Natur an. Ich muss ab und zu mal nach meinem Kühlschrank schauen. Oggi, il 6 di aprile. Oppure abbiamo il 7 di aprile. 30 gradi in Germania. Però lì sono le mie bevande. Aber ich glaube, ich mache vorsichtshalber noch einen Stein.
Diejenige, die um diese Uhrzeit arbeitet, ich kann nichts dafür. Dann machen wir eine Steine. So. Nicht, dass da noch eine dicke Welle kommt. Ja. Dann so. Wunderbar. Die Natur hat einfach alles. Wunderbar. Das sieht gut aus. Wunderbar. Ja. Nicht, dass uns dann eine böse Überraschung. Nein, das Wasser ist arschkalt, sage ich euch. Also für diejenigen, die eigentlich mit so einem Campingwagen unterwegs sind und die können ruhig, da kannst du Bier ins Wasser da reinstellen, so ungefähr 2-3 Meter rein. Die haben kühles Bier bis zum geht nicht mehr. Ja. Das ist die Natur zum Nulltarif. Oder Getränke, allgemein die Getränke, die werden automatisch kühl. Nicht kühl, sondern kalt. Ja. Wie gesagt, herrlich dieser Platz. So. Das ist mein Haus, das ist mein Kostel. Ich könnte höchstens einen unangenehmen Besuch bekommen von der wilden Sau hier. Oder von einem vom Hirsch, aber naja. Oder vielleicht vom Osterhasi. Aber bald haben wir Ostern. Wunderbar, Gebell, Gebell, Gebell. So. Oh. Que bellissimo. Was will man sich im Leben noch mehr wünschen? An alle, die mich kennen, ja, und die mich noch kennenlernen werden. Ja, das ist Leben. Für mich gibt es nichts Schöneres als einfach zu sein. Schaut euch mal diese Natur. Ma. Oggi mio fratello, Roberto, tutta la mia famiglia. Tanti saluti. Guardate che bella zona. Mannaggia la miseria. Schnitt.